Herzlich willkommen, mein Name ist Sven. Kennst du Rösti? Alle Kartoffelpuffer? Das ist eine sehr leckere, alle. Heute koche ich mit dem Räuchertofu-Füllung. Ganz anders. Aber wie mache ich eine leckere Rösti? Heute zeige ich dir ein gutes System. Das ist ganz knusprig, perfekt. So, machen wir anfangen. Diese Rezept verwenden ich mit den Roh-Festkochkartoffeln. Und habe ich schon grob reiben und ein bisschen salzen. Jetzt kann man die Wasser aufpressen. Ein bisschen Salz. Nicht zu viel, vorher habe ich so ein bisschen Salz gegeben. Und ein bisschen Pfeffer. Und Muskat. Ein bisschen reiben. Ich finde, mit der Rohkartoffeln ist eine perfekt. Deswegen, ich mache diese Rezept mit Rohe. Einfach zusammen vermengen und anbraten. Heute koche ich zwei Rösti, eine für mich und eine für dir. Ein bisschen Margarine. Hitze reduzieren. Also, die Kartoffeln für zwei Farben verteilen. Eine Frage, willst du große oder kleine? Wenn fertig, verteilen ein bisschen drücken. Die Rösti kochen brauchen viele Liebe und Geduld. Brauchen ca. jede Zeit 10 bis 15 Minuten langsam anbraten. Weiter mache ich die Füllung. Räuchertofu mache ich grob reiben. Und die Tofu in die Pfanne geben, ca. 3 Minuten anbraten. Und Zucchini aufreiben. Zucchetti auch dazu. Ich kann noch 3 Minuten anbraten. Ein bisschen Wasser und Tamari. Noch ein bisschen Ehlehefe flocken. Und ein bisschen Salz und Schwarzpfeffer. So, die Füllung ist fertig. Rösti jetzt muss drehen. In einen Teller. Mmh, schön. Und das wieder zurück. Wenn so gemacht, keine Fehler.
Perfekt Farbe. Noch ein bisschen Margarine dazu. Weiter mache ich die Dip. Sour Sahne, das vom Sojana. Ein bisschen Salz und Schwarzpfeffer. Und ein Spritz Zitronensaft. Alle zusammen mischen. Noch ein bisschen Petersilie. Voilà, Dip ist fertig. Jetzt kann man essen. Knusprig. Hörst du? Das war sich so lecker. Wo ist Nile? Letzte unten im Ding. Aufklicken und selber kochen. Lass du auch sehr zufrieden, wie so schön der Teller, oder? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Tschüss.